Heute bin ich mal unterwegs im Sauerland. Bin jetzt hier durch Willingen eben durch und habe jetzt einfach mal kurz angehalten. Und da ich den Platz, wo ich hinfahre, über Park4Night gesucht habe, dann kann man da ja gleich hinführen lassen. Dann habe ich das jetzt einfach über Android CarPlay angeschlossen. Und dann sieht das so auf dem Navi aus. Angehalten, angeblich soll ich hier auf dem Wanderparkplatz sein, aber ich glaube, aber ich werde jetzt hier bleiben. Ich werde jetzt mal hier ein Stück laufen. Unten schlängelt sich ein Bachlauf her. Hier ist ein richtig uriger Baum. Ich weiß nicht, ob man erkennt. Winterlandschaft. Na, ich war durch Willingen durch, bin ich durchgefahren. Und dann bin ich hinten wieder raus und bis ich dann war ich auf dem Parkplatz, wo ich einfach Park4Night gesucht hatte. Aber da hätte ich durch eine Schranke gemusst mit bezahlen und ich weiß nicht, dann komme ich ja nachts nicht raus oder nee, das war mir alles nicht geheuer. Und dann bin ich da wieder weg und weiter und der nächste Parkplatz, das war auch nichts. Das war, bin ich am Vorfahren gewesen. Da will ich auch nicht stehen, vor allen Dingen da war die Hölle los, ne? Und dann bin ich auch wieder weg und jetzt bin ich hier. Und dann war ich zwischendurch mal wieder komplett im Grün, da war überhaupt kein Schnee mehr. Und dann fährst du wieder ein paar Meter weiter, ne? Also da unten, wo es grün ist, ich weiß nicht, ob man es sieht, da irgendwo war ich. Und dann fährst ein paar Meter weiter und dann ist es auf einmal wieder alles grün, weiß. Jetzt hat es mich den Weg verlassen. Man sieht zwar da drüben überall Wege, aber da ist alles eingezäunt. Weiß ich nicht, bauen sie Weihnachtsbäume an oder was? Da stehen da lauter kleine Bäumchen. Jetzt habe ich auch geguckt bei Komoot. Wenn ich hier weitergehe, müsste ich gleich wieder eigentlich auf dem Weg treffen. Ja, ihr Minicamper, wo seid ihr denn? Lasst mich ganz alleine hier den Hang runterrutschen. Die Sandra würde jetzt so schön schimpfen, wenn wir hier laufen würden. Und ich muss hier alleine durcheiern. Auf der Kamera gar nicht so rüber. Dieser geile Blick hier mit den Felsen, wie da oben die Bäume, dieser dicke Baum da, der da nur auf dem Feld steht. Hört ihr den Wind rauschen durch die Bäume? Richtig schöne Winterlandschaft. Was das hier für Wege sind? Und jetzt muss ich, glaube ich, laut meine Orientierung, ohne jetzt mal auf Komoot zu gucken, hier lang. Ist auch ganz schön duster hier in dem Teil des Waldes, weil da ganz schön dicht die Bäume sind. Ich hoffe, dass hier keine Wildschweine kommen. Am besten als reden. Hat mir ja schon mal das Thema. Ja, aber jetzt endet es irgendwie auch. Naja, ich gucke mal weiter. Da bin ich jetzt gekommen. Da geht das runter in das Tal, wo ich eben am Berg unten gelaufen bin. Das dürfte wohl eine Sackgasse sein. Und laut Komoot müsste ich hier wieder zurück zum Docker kommen.
Jetzt bin ich gut 5 Kilometer gelaufen. Ist jetzt nicht viel eigentlich. Aber jetzt habe ich doch irgendwie langsam Hunger und Lust auf einen Kaffee. Jetzt wird dann gekocht im Dogger, nachdem wir hier vorhin gelaufen sind. Danach gab es Kaffee, dann ein bisschen ausruhen, ein bisschen WhatsApp schreiben und jetzt wird Essen gemacht. Ich habe mal die Fenster auf, weil ich ja mit Gas koche. Wahrscheinlich hört man da den Wind reinpfeifen und ich merke es auch. Es ist richtig Wind hier drin, obwohl ich nur die zwei Klappfenster an den Türen, an den Schiebetüren auf habe. Aber mit dem Gaskocher sollte man schon auch Luft reinlassen. Obwohl ja die Heizung auch immer frische Luft reinpustet, weil ich ja eine Außenansaugung habe. Aber trotzdem, es gibt Nudeln, da kommt hier so ein bisschen Karotte, die werde ich vorher anbraten, dass er auch ein bisschen weich wird. Ja, und dann ein bisschen Maggi dazu. Wie sagt der Helmut so schön? Männer kochen ist das. Ja. Nichts Gesundes vielleicht. Vielleicht schnappe ich auch ein Stück von der Karotte so. Dann ist sie ja gesund. Und als Gewürz kommt natürlich das gute Maggi in die Nudeln. Wie sich das gehört beim Männerkochen, ne? Helmut. Morgen. Jetzt habe ich ja die Nacht im Sauerland verbracht und habe jetzt aber heute Morgen nichts gefilmt. Das war da so stürmisch und es hat auch alles getaut und es hat nur getropft und war alles nass. Deswegen bin ich direkt weiter nach dem Frühstück. Hatte mir erstmal schön Rührei mit Zwiebeln und Speck gemacht. Dazu lecker Kaffee. Und bin jetzt noch mal auf dem Weg nach Willingen. Mal gucken, ob ich da irgendwie noch mal, wenn da zu viel los ist, halte ich da noch mal an. Auf jeden Fall bin ich da oben im tiefsten Schnee und Winter weg. Und wie ihr seht, ein paar Meter weiter, hier ist schon alles wieder grün. Jetzt bin ich eben durch Olsberg. Jetzt sind ja hier oben diese Steine. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sie sich nennen. Ich bin ja überlegen, ob ich überhaupt nach Willingen fahre oder einfach jetzt hier unten auf dem Parkplatz und laufe zu den Steinen mal hoch. Warum da so ein Luftsack hängt. Aber hier steht Fluggelände. Wahrscheinlich so Modellfluggelände, gehe ich jetzt mal von aus.
Da sieht man so ein bisschen an dem Baum da oben, wie windig es doch ist. Ja, das ist jetzt oben auf dem Stein der Baum. Ein Felsen jagt hier den nächsten. Einfach irgendwie grell. Bin ich auf dem obersten der Steine. Man sieht auch das Gipfelkreuz. Habe mich jetzt hier in so eine Ecke verzogen, wo es geschützt ist. Es war schon schwierig, der Aufstieg hier hoch. Weil man da hochziehen, weil alles glatt und vereist und verschneit ist. Naja, jetzt geht es halt wieder runter. Winterwanderung. Aber jetzt bin ich auch schon langsam auf dem Rückweg. So, und auf diesem Parkplatz, ne, wenn man hier mal so guckt, wie hoch der Schnee liegt, auf diesem Parkplatz wollte mich gestern Park4Night hochjagen.
Na gut, dass ich da rumgedreht habe und nicht hier hoch bin. Zurück von der Wanderung auf die Bruchhauser Steine bin ich jetzt am Dogger. Es waren 7,2 Kilometer. Zurück auf halber Strecke aus dem Sauerland halte ich jetzt hier nochmal auf dem Parkplatz an und mache mir noch einen Kaffee und esse ein Stück Kuchen dazu. Und wollte euch mal fragen, ob ihr denn den Film von Helmut Merz über Silvester geguckt habt und auch den Film Männer kochen 1 und Männer kochen 2. Den werde ich mir dann nämlich zu Hause auch mal auf dem Fernseher erstmal angucken. In dem Sinne wünsche ich euch eine angenehme Woche. Was heißt, bis ihr den Film seht, ist dann schon wieder am Wochenende. Also dann wünsche ich euch dann ein schönes Wochenende. Und bis zum nächsten Film. Macht's gut.